Heute erscheint die neue Killerin in Dead by Daylight, die Hundemeisterin. Und eine ganz wichtige Frage, die sich viele stellen, ist: Wie verdammt nochmal kann ich den Hund streicheln? Tja, nichts leichter als das, und genau das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ihr benutzt die rechte Maustaste, um den Hund auf Jagd zu schicken, bleibt stehen, wartet, bis der Hund zurückkommt, und dann kommt ein Eingabefenster. Mit der Leertaste könnt ihr dann den Hund streicheln. So einfach geht das. Wichtig dabei: Wenn ihr euch bewegt, während ihr oder nachdem ihr den Hund weggeschickt habt, dann erscheint die Eingabe auf Forderung nicht. Der Hund lässt sich nicht streicheln. Auch wenn ihr euren Hund zur Jagd schickt, er aber irgendwo hängen bleibt oder der Weg nur sehr kurz ist, erscheint die Aufforderung zum Streicheln oft nicht. Zum Schluss nochmal: Ihr schickt euren Hund mit der rechten Maustaste auf die Jagd, bleibt stehen, wartet, bis er zu euch wieder zurückkommt, und wenn die Eingabeaufforderung erscheint, drückt ihr die Leertaste und könnt den Hund so streicheln. Noch eine Anmerkung an der Stelle: Die Aufnahmen stammen alle vom PTB, dem Public Test Build von Dead by Daylight. Das heißt, es handelt sich hier um die Pre-Release-Version des Killers, und theoretisch könnte sich das Verhalten noch ändern bis zum Live-Release am heutigen Tage. Wenn dem so ist, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank und bis bald.